Einen schönen guten Abend, seien Sie herzlich willkommen zu Brandenburg aktuell und im Studio mit mir Peter Wachsmann. Schönen guten Abend. Und bei den Themen sorgt heute der unvollendete Airport für eine dicke Schlagzeile. BER-Eilmeldung, Bauaufsicht stoppt Bauarbeiten. Note mangelhaft, verpatzter Schulstart in der Uckermark. Und Flüchtlingshilfe, wie ist die Stimmung eigentlich bei unseren polnischen Nachbarn? Ja, wenn es nicht so ernst wäre, würde es wie ein Witz klingen. Einsturzgefahr am Flughafen auf dieser Pleitenbaustelle. Extreme Überlastung, obwohl hier noch nichts in Betrieb ist. Die Last auf dem Flughafendach also so groß, dass heute alle Bauarbeiten gestoppt werden mussten. Andreas Behevel fasst das alles zusammen, bevor gleich der Mann zu Wort kommt, der beim Baustopp den Hut auf hat. 10.000 Tonnen Stahl, mehr Stahl als am Pariser Eiffelturm, ist hier verbaut, in dem 200 Meter langen Dach des neuen Flughafens BER. 6 Tonnen Gewicht zu viel nun aber sollen Teile der Konstruktion gefährden können. So ein Gutachten, das die Flughafengesellschaft in Auftrag gegeben hatte. Weil auf dem Dach für ein neues Entrauchungskonzept Schornsteine aufgebracht werden müssen, musste die ganze Statik noch einmal überprüft werden. Dabei kam heraus, dass in insgesamt 3 Dachbereichen jeweils 4 Tonnen schwere Entrauchungsventilatoren eingebaut wurden. Die Maximallast pro Dachbereich aber liegt bei 2 Tonnen. 3 mal 2 Tonnen Dachlast, zu viel also. Für den Vorsitzenden des Flughafenuntersuchungsausschusses im Berliner Abgeordnetenhaus Martin Delius eine grobe Fahrlässigkeit. Im Dezember vergangenen Jahres hatte er Hinweise bekommen, dass zu hohe Deckenlasten eingebaut worden sein sollen. Auf eine schriftliche Anfrage dazu aber bekam er die lapidare Antwort, dass in keinem Bereich des Terminals des Flughafens Berlin-Brandenburg zu hohe Deckenlasten festgestellt worden seien. Gezeichnet Michael Müller, regierender Bürgermeister. Ein gefährlicher Irrtum. Da frage ich mich als Abgeordneter, ob die Verantwortlichen in der Flughafengesellschaft denken, ich mache das zum Spaß und aus Jux und Tollerei. Wenn ich so einen Hinweis bekomme, dann gehe ich dem auch offiziell nach, dann schreibe ich eine kleine Anfrage und dann erwarte ich auch, dass dem nachgegangen wird. Die Flughafengesellschaft FBB hat vorsorglich Teile der Haupthalle sperren lassen. Die SPD im Landtag unterdessen gibt sich trotz der Probleme gelassen. Also wir werden nächste Woche Montag im Sonderausschuss darüber sprechen. Der ist öffentlich. Wir werden die FBB oder haben die FBB aufgefordert, uns umfassend zu informieren über den entsprechenden Sachverhalt, wie man dazu gekommen ist, über die Sicherheitsmaßnahmen und vor allen Dingen über die Frage, wie man jetzt mit dem Thema umgeht. Der Landrat von Dahme-Spreewald, Stefan Loge, der für die Bauabnahme zuständig ist, aber hatte nicht so viel Geduld. Er hat heute die gesamte Haupthalle sperren lassen, solange bis die Tragfähigkeit sichergestellt ist. Aus unserem Cottbusser Studio ist uns jetzt der Landrat von Dahme-Spreewald zugeschaltet, Stefan Loge, dem Landkreis also mit dem Flughafen. Herr Loge, Ihre Baubehörde hat jetzt den Baustopp verfügt. Eine Hiobsbotschaft für den BER? Naja, zumindest eine Folgerichtigkeit der Informationen, die uns am Wochenende erreichten über die Boulevardpresse, dass der Flughafen selbst sich schon ein Bauverbot in der Halle gegeben hat, aus Verdachtsmomenten, die sie sich selbst begründet haben. Diesbezüglich gab es heute Beratung mit dem Technikchef und seinem Team in unserer Baubehörde. Und Folge dessen war dann die formelle Aussprechung eines Baustopps mit Erweiterung auf die gesamte Deckenlast des Terminals. Nur noch mal, auf dass ich es richtig verstehe. Also der Flughafen sagte am Wochenende noch, diese Sperrung sei rein vorsorglich. Das hört sich jetzt aber nicht mehr so an. Was ist da passiert? Ja, mutmaßlich sind Ventilatoren eingebaut worden oberhalb der Decke, die der Statik nicht entsprechen. Wir hatten eine Statikprüfung von vor Jahren noch, da ist alles in Ordnung gegangen. Und nun hat der Flughafen offensichtlich im Laufe des eigenen Baufortschrittes nochmal prüfen lassen, was geht da noch. Und so sind sie selbst drauf gekommen, dass hier in unbedingter Art und Weise die Behörde zu informieren ist. Und das ist heute passiert. Mit dieser Selbstanzeige ist also klar, das Monster macht wieder Probleme. Die besagte Rauchgasanlage, nun also, weil zu schwere Ventilatoren auf dem Dach sitzen. Herr Loge, wie schwer ist dieser Baupfusch eigentlich einzuschätzen? Ist das Monster überhaupt noch beherrschbar? Wir werden mal schauen. Wir haben aufgefordert, und das ist auch völlig üblich, dass uns die Statik noch mal vorgelegt wird, dass sie noch mal geprüft wird. Wissen Sie, meistens hat Baustatik eine doppelte Sicherheit. Vielleicht sind die Lasten auch ausreichend. Zumindest die Berechnungsgrundlagen von damals sind nicht stimmig. Nun schauen wir, wie schnell die Statiker des Flughafens sind, nämlich des Bauherrn. Und so gesehen bin ich eigentlich verhältnismäßig entspannt. Deren Schnelligkeit ist jetzt abhängig von der weiteren Freigabe des Baus, vielleicht auch Teilfreigaben innerhalb des Terminals. Aber der Ball ist jetzt beim Bauherrn.
Und wenn der Ball nun schnell gespielt wird, wie schnell könnte denn der Baustopp wieder aufgehoben werden? Also bei uns braucht man ein Gutachten vorlegen des öffentlich-rechtlich bestellten Statikers. Und dann wird von uns, wenn es positiv als solches formuliert ist, weitere Freigaben erfolgen. Das klingt jetzt sehr optimistisch, Herr Loge, aber letztendlich muss man damit rechnen, dass es wieder Verzögerungen gibt, dass es wieder mehr Geld kostet? Naja, das muss auch der Bauherr klären. Wissen Sie, ich kann mich jetzt nicht hinreißen lassen, irgendwelche Urteile über die Qualität des Bauherrn abzugeben, an dieser Stelle zumindest. Wollen wir doch mal abwarten. Und die eigene Interesse müsste ja das Primat sein. Vielen Dank für Ihre Einschätzung. Danke dem zuständigen Landrat von Dahme-Spreewald. Dankeschön, Herr Loge. Einen guten Abend Ihnen noch. Na. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufzeichnen müssen. Steht der Eröffnungstermin 2017 damit also auf der Kippe? Dazu wird sich im Moment natürlich keiner aus der Deckung wagen. Aber der Aufsichtsratschef, der regierende Bürgermeister von Berlin, Michael Müller, der hat sich zum neuen Problem am BER heute auch geäußert. Und zwar so. Es ist ohne Frage ein Rückschlag, mit dem man auch umgehen muss. Aber ich glaube, dass man es auch immer noch korrigieren kann. Und alle Kräfte müssen auch zusammenarbeiten. Nicht nur die Politik und die Verantwortlichen vor Ort, sondern auch die beteiligten Unternehmen müssen zusammenarbeiten, um möglichst schnell eine Lösung zu finden. Soweit heute also der BER-Aufsichtsratsvorsitzende Michael Müller. Seit 3 Wochen sitzen Brandenburger Schüler nun wieder in den Klassen. Das neue Schuljahr ist noch frisch und frisch auch noch die Lehrer. Viele tausend offene Stellen konnten besetzt werden, leider aber nicht überall. In der Uckermark startete das neue Schuljahr denkbar schlecht, dumm nur. Auch jetzt, nach 3 Wochen, keine Veränderung. Wie soll man da eigentlich lernen? Ricardo Wittig berichtet aus Gramzow. Der Personalschlüssel, der muss stimmen. Genau, das ist alles wählen, ist ja bekannt. Ne? Keine gute Stimmung heute Morgen vor der Grundschule in Gramzow. Eltern diskutieren über die Zukunft ihrer Kinder. 3 Wochen nach Schulstart fehlen hier immer noch 2 Lehrer. Die Situation, die hier herrscht, die ist nicht über Nacht entstanden. Man kann anhand der Geburtszeiten eindeutig errechnen, wann, wo, welche Lehrer benötigt werden. Und für mich hat man da ganz klar im Bildungsministerium versagt. Ja, Notbetrieb. Was anderes fällt mir dazu wirklich nicht ein. Die Eltern sind natürlich ein bisschen verunsichert, weil sie nicht wissen, wo geht es hin, wie geht es weiter. Aber wir haben hier noch mehr. Zumindest ein Lehrer soll Anfang Oktober kommen, ein weiterer ist noch nicht gefunden. Der Schulleiterin bleibt nichts anderes übrig, sie muss jonglieren mit dem, was sie hat. Es funktioniert leider in erster Linie nur dadurch, dass der Förderunterricht wegfällt, dass die Teilungsstunden wegfällt, dass leider auch viele Stunden, die uns für unsere Schulform verlässliche Halbtagsschule zur Verfügung stehen, wegfallen. Aber es wird auch gewährleistet in der Art, dass Kollegen auch mehr Arbeit leisten. Gramzow ist kein Einzelfall. In ganz Brandenburg sollen noch 38 Lehrer fehlen. Allein in der Uckermark sind es 10. Das kann man auf dem Fachkräfteportal Brandenburg nachlesen. Doch das ist nur die halbe Wahrheit. Lehrerstellen mit weniger als 27 Stunden werden hier nicht aufgeführt. Selbst die fehlende Stelle an der Erich-Kästner-Grundschule in Schwedt ist nicht im Internet zu finden. Mehr als 30 Unterrichtsstunden sind hier noch nicht besetzt und müssen abgedeckt werden. Auch das kein Einzelfall. Und auch der Umgang des teilweise überforderten Schulamtes mit Bewerbungsunterlagen hat den Unmut geschürt. Ich muss sehr traurig eigentlich feststellen, dass es natürlich auch Fälle gibt, die ich mir eigentlich gar nicht hätte vorstellen können. Dass also Referendare, die hier waren, die aus Prenzlau stammen, sich beworben haben, ihre Akte in Frankfurt nicht angefasst worden ist und jetzt in Mecklenburg-Vorpommern sind. Muss man nicht unbedingt als Fehler bezeichnen, aber ich denke, in unserem Einstellungsmanagement, in unserem Bewerbungsmanagement müssen wir noch besser werden. Wir haben in diesem Jahr dort ganz erheblich nachgesteuert. Doch das ist in der Uckermark nicht angekommen. Es ist der schlechteste Schulstart seit Jahren. Und schlaue Kinder braucht das Land, die sich später mal keinen Bären aufbinden lassen. Ja, schon gar keinen Braun mehr dazu. Jetzt gleich in den Nachrichten, die hat Peter Wachsmann. Offenbar Rechtsextremisten haben in der Nacht 2 symbolische Gräber vor einer Oberschule in Ruhland im Kreis Oberspreewald-Lausitz ausgehoben. Sie waren mit Sprüchen vom angeblichen Volkstod durch Masseneinwanderung versehen. Noch vor Schulbeginn hatte der Hausmeister die Gräber entdeckt und den Vorfall der Polizei gemeldet. Der Staatsschutz ermittelt, ob dieser Fall möglicherweise in Zusammenhang mit der verbotenen rechtsextremistischen Widerstandsbewegung Südbrandenburg steht. Das Ramada-Hotel an der Autobahn bei Frankfurt-Oder ist seit heute komplett eine Flüchtlingsunterkunft. Laut Innenministerium bietet das Haus Platz für 350 Menschen. Momentan leben dort bereits 100 syrische Familien.
Das Hotel soll die Erstaufnahmeeinrichtung in Eisenhüttenstadt entlasten. Der Vertrag mit dem Betreiber wurde für 3 Jahre geschlossen. Sozialministerin Golze hat eine rasche Umsetzung der Pflegereform gefordert. Es sei höchste Zeit, dass der neue Begriff für Pflegebedürftigkeit eingeführt werde, sagte sie heute zum Welt-Alzheimer-Tag. Erst dann könnten Demenzkranke eine bessere und passgenauere Pflege erhalten. Am Freitag wird der Bundesrat über das zweite Pflegegesetz entscheiden. Damit sollen Demenzkranke künftig die gleichen Leistungen erhalten wie Menschen mit körperlichen Einschränkungen. Die Chemiker der Max-Planck-Gesellschaft in Potsdam-Golm bekommen bessere Arbeitsbedingungen. Das Institut für Kolloid- und Grenzflächenforschung hat einen Neubau eingeweiht. 80 Mitarbeiter haben hier Platz für ihre Forschungen. Die Wissenschaftler widmen sich der Herstellung von Medikamenten und Impfstoffen mit neuen Verfahren. So wird in den Laboren gerade an einem Malariamittel gearbeitet. Den Ausgangsstoffen wird in speziellen Reaktoren Energie zugeführt. Durch den stetigen Fluss durch kleine Schläuche wird das ganze Verfahren effizienter gestaltet. 400 Mitarbeiter zählt das Institut hier nun. 19 Millionen Euro sind in den Neubau geflossen. Ein 22 Jahre alter Mann soll am Wochenende in Forst seine Großmutter erstochen haben. Wie die Cottbuser Staatsanwaltschaft heute mitteilte, soll der Enkel in der Nacht zum Samstag mit einem Messer auf die Frau losgegangen sein. Beide lebten unter einem Dach. Gegen den mutmaßlichen Täter wurde inzwischen Haftbefehl beantragt. Zum Tatmotiv schwieg der 22-Jährige bislang. In einem Potsdamer Krankenhaus ist am Morgen ein Mann aus einem Fenster im 8. Stock gefallen. Der Mann, der zu diesem Zeitpunkt kein Patient der Klinik war, überlebte den Sturz nicht. Zur Ursache wird derzeit ermittelt. Hinweise auf ein Fremdverschulden gibt es derzeit nicht. In Angermünde ist heute die Luftrettungsstation für Nordbrandenburg offiziell eröffnet worden. Von hier aus rückt ein Rettungshubschrauber zu Notfällen in den Landkreisen Barnim, Uckermark und Oberhavel aus. Die Maschine vom Typ EC-135 ist bereits seit August im Einsatz und seither 230 Mal mit Notarzt und Rettungsassistent zu Einsätzen geflogen. Sie steht täglich von 7 Uhr bis Sonnenuntergang für schnelle Hilfe in medizinischen Notfällen bereit. Der Einsatzradius beträgt maximal 20 Minuten Flugzeit. Damit ist der Hubschrauber von Neustrelitz in Mecklenburg-Vorpommern über das polnische Tschetschen bis zur Berliner Landesgrenze einsetzbar. Pro Tag gibt es derzeit 4 bis 5 Einsätze. Auch während der Eröffnungsfeier mussten die DRF-Mitarbeiter zu einem Notfall. Mit der neuen Station in Angermünde ist auch das letzte Luftrettungsloch in Brandenburg geschlossen. Während hier bei uns jetzt jeder Tag irgendwie unberechenbar scheint, wie viele Flüchtlinge heute, wie viele morgen, wie viele am Ende der Woche und bekommt man sie alle unter? Ja, was machen da eigentlich unsere Nachbarn? Wie ist die Stimmung bei den Polen? Unsere Reporter Wolfgang Kübel und Agata Horbacz waren heute unterwegs in der polnischen Grenzregion. Für die Flüchtlingshilfe gibt es in Polen eine zentrale Institution, die polnische Caritas, eine katholische Wohlfahrtsorganisation. In Oszno, einer 3000-Seelen-Gemeinde, arbeitet Krzysztof Bohuszko ehrenamtlich für das örtliche Büro. Wir von der Caritas bereiten uns auf den Zustrom von Flüchtlingen vor. Und ja, wir sind bereit zu helfen. Dass die Flüchtlinge einer anderen Religion angehören, das spielt keine Rolle. Wie sieht es die polnische Bevölkerung? Flüchtlinge in Polen, ein Meinungsbild aus Swobice. Schwieriges Thema. Wir sollen die Grenzen zumachen und sie nicht aufnehmen. Lassen Sie mich in Ruhe, wir haben genügend Probleme hier. Sie sind in Not, man muss ihnen helfen. Wir Polen haben früher auch solche Hilfe bekommen. Sie kommen nicht her, um zu arbeiten, sondern um einfacher zu leben. Und sie werden besser leben als wir selbst, weil sie alles geschenkt bekommen. Sie werden sich hier nicht wohlfühlen. Wir sind kein muslimisches Land. Passt das? Moslems im katholischen Polen? Wir besuchten die Mariengemeinde in Swobice. Der Glaube ist nicht so wichtig. Wichtiger ist, was es für Menschen sind, die kommen. Ob sie tatsächlich Hilfe brauchen, ob sie vor Krieg und Terrorismus fliehen oder einfach ein besseres Leben suchen.
Ältere Polen haben mehr Verständnis für die Flüchtlinge. Sie erinnern sich oft noch der Hilfe, die sie selbst erfahren haben. Ich bin selbst fast Flüchtling aus Russland. Deswegen, wir müssen richtig alles integrieren. Wir sind alle Menschen. Die Kirche Polens ist oft weniger zögerlich als die Politik bei konkreter Hilfe. Jede Gemeinde kann eine, zwei oder drei Familien aufnehmen. Die lokalen Geschäftsleute sollten ihnen Arbeit geben. Natürlich nach den gleichen Arbeitsbedingungen, wie sie für Polen gelten. Polen diskutiert das Thema heftig. Klar ist allen, dass Flüchtlinge kommen werden. Bis zur Parlamentswahl am 25. Oktober werden die Weichen gestellt sein. Jetzt blicken wir auf unser Land. 25 Jahre Brandenburg und am Ende dieser Woche wird gefeiert mit einem Bürgerfest rund um das Potsdamer Stadtschloss. Das Land spendiert eine Geburtstagsparty und lässt sich die 200.000 Euro kosten. Und wir von Brandenburg aktuell, wir zeigen bis dahin jetzt jeden Abend Ereignisse und Menschen aus 25 Jahren Brandenburg und nennen es 5 aus 25. Heute die 5 markantesten Politiker. Unsere Nummer 5, der markantesten Politiker, Lothar Bisky. Er gehörte nie einer Regierung an und doch prägte er das Land von Beginn an. Als Bundeschef der SED-Nachfolgepartei PDS und 14 Jahre lang als ihr Fraktionsvorsitzender im Landtag. Seine vorsichtige Opposition gegenüber der Regierung Stolpe wurde als Brandenburger Weg bekannt. Die Einigkeit der PDS unter seiner Führung bringt manchen Genossen noch heute zum Schwelgen. Das war eine einzige Truppe. Und das ist eben auch das Verdienst. Und das ganz vorrangige Verdienst von Lothar Bisky mit gewesen. Bisky setzte auf Konsens, nicht auf Streit und gilt heute als Vater der Linken in Deutschland. Unsere Nummer 4 dagegen belächelte den Brandenburger Weg. Jörg Schönbohm setzte auf klare Kante und machte seine CDU einst zur zweitstärksten Kraft im Land. Vielen galt der langjährige Innenminister als letzter Konservativer seiner Partei. Er befriedete einen zerstrittenen Landesverband und bleibt den Brandenburgern als Politiker in Erinnerung, der sagte, was er dachte. Da hat immer durchgezogen, was er wollte. Fand ich gut. Also unsere Nummer 3 gehörte als Ministerpräsident zu den beliebtesten Politikern bundesweit. Matthias Platzeck regierte Brandenburg mehr als 11 Jahre, galt aber schon vorher als eine Art Regent, als sogenannter Deichgraf in der Oderflut, als Krisenmanager. Die SPD kürte ihn einst zu ihrem Bundesvorsitzenden. Er selbst sah sich als Stimme des Ostens. Der tiefere Sinn von Politik ist, Menschen Stück für Stück immer ein bisschen glücklicher zu machen. Das gelang ihm nicht immer. Prägend für Brandenburg ist eben auch Platzecks Erbe, der BER. Unsere Nummer 2 regierte am längsten. 12 Jahre war Manfred Stolpe Ministerpräsident und er war der Erste. Er formte das Bundesland und versuchte ihm eine Identität zu geben. Ohne ihn hätte Brandenburg wohl nicht diese Landeshymne. Stolpes wohl größte Herausforderung, Arbeitsplätze sichern und neue zu schaffen. Nach der Wende keine leichte Aufgabe, nicht alles gelang. Hier Hildebrand, Arbeit und Soziales. Unsere Nummer 1. Für viele war Regine Hildebrand eine Art gefühlte Ministerpräsidentin. Also darf ich jetzt mal sagen, was ich mal sagen will hier? Ist ja vielleicht eine Möglichkeit. Als Arbeits- und Sozialministerin nahm die SPD-Politikerin die Menschen an die Hand. Sie packt an in einer Zeit, in der sich viele Sorgen über die Zukunft machten. Sehr originär, mit großen Kanten und immer authentisch. Eine sehr intensive Frau, eine Frau, die richtig was wollte. Eine Politikerin ihres Formats, bis heute einzigartig. Unsere Königin der Herzen eben. Ja, und mehr zur kommenden Brandenburg-Sause für alle Brandenburger. Jetzt noch einmal vertieft in den Nachrichten mit Peter. Mit einem Bürgerfest in Potsdam feiert Brandenburg am kommenden Samstag den 25. Landesgeburtstag. Dazu werden rund um das Landtagsschloss tausende Besucher erwartet. Die größte Attraktion dürfte wohl das Landtagsgebäude selbst sein. Dort sind die Türen von 11 bis 20 Uhr geöffnet. Es wird einen sehr schönen Rundgang durch das Haus geben. Unter anderem wird auch mein Amtszimmer dabei sein. Es wird der Plenarsaal zu besichtigen sein oder die Dachterrasse. Also auch das bietet viele Möglichkeiten, mit den Mitarbeitern oder auch mit den Abgeordneten direkt im Landtag ins Gespräch zu kommen.
Vor dem Gebäude gibt es ein Bühnenprogramm mit Musik und Talk. Auch die Landesregierung präsentiert sich. Minister stehen am Grill, die Staatskanzlei versteigert Gast- und Protokollgeschenke. Abends wird im Potsdamer Lustgarten weitergefeiert, unter anderem mit einem Popkonzert und einer Lichtshow an der Landtagsfassade. Brandenburg aktuell wird vom Bürgerfest berichten. Wir melden uns dann am Sonnabend nicht aus dem Studio, sondern live ab 19.30 Uhr vom Landtag. Einstlegende Vasile Mirjuta kehrt wohl zurück zur Energie Cottbus. Nach RBB-Informationen soll er den am Wochenende entlassenen Stefan Krämer ersetzen. Im Jahr 2000 gehörte der Mittelfeldregisseur zu den Lausitzer Aufstiegshelden. Zuletzt war er als Erstligatrainer in Rumänien tätig. Noch ist nichts unterschrieben. Am Mittwoch soll Mirjuta beim Drittliga-Heimspiel gegen Kiel auf der Tribüne sitzen. Am Donnerstag könnte er dann bereits als neuer Cheftrainer vorgestellt werden. Auch wenn Diego aussieht wie ein großes Plüschtier, kuscheln auf dem Arm geht gar nicht. Das Tigerbaby wird zurzeit von einer Tierärztin in Bernau aufgezogen. Unbekannte hatten die kleine Raubkatze vor 4 Wochen vor ihrer Tür abgelegt. Sie war nur wenige Tage alt, halb verdurstet und regungslos. Mit Infusionen und Fläschchen im 2-Stunden-Takt gelang es, Diego durchzubringen. Jetzt ist er gesund und munter. In 2-3 Wochen heißt es schon wieder Abschied nehmen von der Pflegemutter, denn dann muss Diego umziehen ins Wildkatzenzentrum nach Tempelfelde, nicht weit von Bernau. Ja, wir stellen immer am Montag tolle Leute aus Brandenburg vor, vor allen Dingen natürlich, um zu zeigen, wer sind denn eigentlich die Macher im Alltag, die anderen helfen. Heute ist es eine junge Frau aus Senftenberg, eine, die erst einmal selbst überleben musste, um anderen zu helfen. Teresa Majerovic stellt sie vor. Jay hat eine Drogenkarriere hinter sich. Seit einem halben Jahr boxt sie sich ohne durch. Bereit für ein Leben ohne Crystal Meth, und dafür will sie sich auch für andere stark machen. Ich bin selber drogenabhängig gewesen, 10 Jahre lang. Hinzu kommt, dass ich dieses Jahr im Februar meinen Bruder verloren habe, im Alter von 22 Jahren, an einer Drogenüberdosis. Es war Heroin. Ist für mich gleichgestellt mit Crystal, oder Crystal ist gleichgestellt für mich wie Heroin. Und das war für mich ein ganz, ganz schlimmer Schicksalsschlag. Und ich möchte halt einfach nicht, dass Mütter oder Väter allgemein irgendjemand sowas durchmachen muss. Sie will ein Bündnis gegen Drogen in Südbrandenburg auf die Beine stellen. Das gibt ihr den Mut, auch offen über ihre 10-jährige Drogenerfahrung zu reden und was auch die chemische Droge Crystal mit ihr gemacht hat. Wenn es die Chemie war, war ich immer gut drauf, motiviert, immer irgendwas zu machen. Wenn es das Cannabis war, habe ich mich da von der Chemie runtergeraucht. Also es ist halt immer dieser Mischkonsum gewesen. Der negative Punkt, den die Leute aber wirklich echt nicht erkennen, ist, dass man ab bestimmten Nächten durch den Schlafmangel sowas wie Wahnvorstellungen kriegt. Also ich habe eine ganze Zeit lang das Gefühl gehabt, dass ich von Satan besessen bin, und habe dann zu Hause bei mir Schatten gesehen, hatte auch extreme Albträume mit Schweißausbrüchen und Angstzuständen. Es kostet Kraft, wegzukommen von den Drogen. Irgendwann kam für mich der Punkt, ich habe mich in den Spiegel angeguckt und habe mich nicht mehr erkannt. Und das war für mich sehr, sehr erschreckend. Und ich habe Tage da gesessen, habe Rotz und Wasser gewähnt, weil einfach, ich weiß, ich habe wirklich für meinen Schulabschluss, für mein Abitur hart gearbeitet. Ich war wirklich ein Streber und habe im Prinzip nichts daraus gemacht. Und das ist irgendwann diese Erkenntnis zu haben, dass man sich in seinem Leben, Entschuldigung die Wortwahl, alles verkackt hat, das ist ganz, ganz schlimm. Spurlos sind die Jahre nicht an ihr vorübergegangen. Ich habe Sprachprobleme. Also allein dieses Gespräch jetzt ist für mich eine extreme Anstrengung. Das ist ganz viel Kopfarbeit. Also ich komme ins Stottern, vergesse mittendrin Wörter, verdrehe die Wörter, Buchstaben, alles Mögliche. Also gerade wenn die Aufregung da ist, ist das ganz, ganz schlimm bei mir. Mit ihrer Initiative gegen Crystal Meth will sie Jugendclubs, Vereine, Künstler und vor allem Jugendliche und Eltern zusammenbringen für ein Benefizkonzert. Smile without Drogen, Lachen ohne Drogen nennt sie ihr Projekt, und sie hat Unterstützung. Jemand muss anfangen, und die Sache nimmt ja Dimension an, wo ich selber erschrocken bin, und muss dazu sagen, dass ich das absolut toll finde. Und ich sage einfach, es müssten noch mehr Leute machen. Aus der Crystal Meth Szene hat sie schon Drohungen bekommen, aber das hält sie nicht ab, sich stark zu machen für Kids und ein Leben ohne Drogen. Ja, und viel Mut auch, sich von uns vorstellen zu lassen. Zum Schluss.
gibt es jetzt nicht nur das Wetter. Attila Weidemann lockt uns jetzt in den Wald und trifft beim Spazieren auch gleich auf Menschen, die sich offensichtlich gerne mal ausfragen lassen. Jetzt im Spätsommer ändert sich ja nicht nur das Wetter, sondern auch unsere Laune. Und warum? Na, wegen des Wetters. Für die einen beginnen die Jahreszeiten, die kein Mensch braucht. Für die anderen die Jahreszeiten, die am schönsten sind, der Herbst und der Winter. Was sind Sie für ein Typ? Wir genießen die Jahreszeit, ja. Und jetzt fühle ich mich am wohlsten. Ja. Warum fühlst du dich jetzt am wohlsten? Ja, weil die Saison hier Schluss ist. Wisst ihr, was hier los ist? Urlauber, Berliner, jede Menge. Und als Einheimischer hier in Michendorfer darf man auch mal hier an den Strand. Und das kann man jetzt in Ruhe genießen, ja. Eindeutig, das ist was für stille Genießer. Aber im Unterholz, da knackt es. Ganz vereinzelt sind Pilzsucher in den Wäldern um Michendorf unterwegs. Hat der Regen der letzten Woche zu einer Pilzschwemme geführt? Haben Sie schon was gefunden, was Sie suchen? Nein, bis jetzt ein, zwei hier. Es ist nicht viel drin im Beutel. Man sieht hier drei kleine. Aber ansonsten, und das für eine halbe Stunde. Was sind Sie für ein Typ? Mögen Sie diese Jahreszeit oder trauern Sie dem Sommer jetzt hinterher? Ich trauere den Sommer hinterher. Also ich bin ein Typ, der die Wärme mag. Und jetzt diese Zeit, früh dunkel, abends schon so früh wieder dunkel. Und ach nee, das ist nicht mein Ding. Ja, ich liebe den Herbst. Man kann in die Pilze gehen, das ist natürlich schön, ja. Und Sie sind erfolgreich, super, Gratulation. Nehme ich mal mit, nee, ist Ihrer. Ja. Immerhin, sie hat einen Steinpilz gefunden. Gibt es Pilzwetter? Hier die Aussicht. Heute Nacht kühlt es sich in der Niederlausitz ab bis auf 8 Grad. Etwas milder bleibt es in der Prignitz bei 11 Grad. Überall ist es trocken und bewölkt. Richtung Osten lockert die Bewölkung auf. Morgen bekommt der Norden einige Sonnenstunden ab. In Prenzlau bei 18 Grad, in Potsdam gibt es Schauer bei 17 Grad, im Spreewald 21 Grad. Auch da kann es örtlich Schauer geben. Hier geht es weniger um die Pilze, hier wird fleißig geschraubt und Sie steigen gleich in die Luft. Sind Sie ein Winter- oder ein Sommertyp? Ich bin eher ein Sommertyp. Im Winter hat man nicht so das Gefühl in den Fingern. Ein Hobby mit Fingerspitzengefühl. Die Modellflugzeugbauer aus Samund nutzen das Wetter für ihre Kapriolen. Was sind Sie für einer? Ich liebe die Jahreszeiten. Alle? Alle. Und Ihr Flieger, wann fliegt der am liebsten? Wenn es nicht zu windig ist. Das größte Problem beim Modellfliegen, wir steigern unsere Windempfindlichkeit mit der Verkleinerung des Modells, weil, ich sag mal, die Molekularstruktur der Atmosphäre, die schrumpft nicht mit uns. Ein Satz, den wir erst mal wirken lassen müssen. Die Molekularstruktur der Atmosphäre schrumpft nicht mit uns. Das passt auch zur Drei-Tage-Aussicht. Mittwoch regnerisch, besonders im Norden bei maximal 17 Grad. Ab Donnerstag wieder spätsommerlich freundlich bei 20 Grad. Freitag viel Sonne bei 22 Grad, nachts nur noch 5 Grad. Was hier bei den Modellfliegern in Samund klar wird, ist, das Wetter derzeit im Herbst ist eindeutig etwas für Hans Guck in die Luft. Danke, Attila. Und wir gucken jetzt noch mal genau hin, denn das Pilzthema ist noch nicht ganz durch. Familie Herwig schickte uns nämlich ihr gefundenes Exemplar, die Huckepackpilze. Ja, da hat der eine wohl dem anderen beim Wachsen Hilfestellung gegeben. Danke nach Stechau für diese wunderbare Laune der Natur. Und das war's dann aus Brandenburg ab 21.45 Uhr in RBB Aktuell. Bringen Sie die Kollegen auf den neuesten Stand der Dinge. Hier gleich die Tagesschau und anschließend Polizeiruf 110. Ja, und dann sind wir wieder morgen zur Stelle für Sie. Schönen Abend wünsche ich. Machen Sie es gut. Tschüss. Na bitte. Außergewöhnlich. Absturz. Polnischer Laster fällt 5 Meter in die Tiefe. Mietforderung. Landkreis Görlitz akzeptiert keine überteuerten Privatwohnungen für Asylbewerber. Und Football-Spektakel. Die Dresden Monarchs kämpfen in der German Football League um den Meistertitel. Der MDR Sachsenspiegel. Heute mit Tino Böttcher. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Unser Blick geht zunächst in den Osten des Landes auf die Autobahn 4 bei Bautzen, wo es heute Nacht gegen 2:30 zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen ist. Und zwar zwischen Salzenforst und Uhüst. Dort hatte ein Lastwagenfahrer offenbar die Kontrolle über seinen LKW verloren. Und zwar ausgerechnet auf einer Brücke. Der LKW ist am frühen Morgen von Görlitz in Richtung Dresden unterwegs. Der Sattelzug aus Polen kommt an dieser Stelle dann von der Fahrbahn ab. Ein 39-jähriger Fahrer durchbrach mit seinem Fahrzeug eine Leitplanke und ein Brückengeländer.
In einer weiteren Folge stürzte der Truck ca. 5 Meter tief und kam dort auf der Seite zum Liegen. Der Fahrer wird schwer verletzt aus dem Wrack geborgen. Auch sein Beifahrer und ein weiterer Mitfahrer müssen mit schweren Verletzungen in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Wir sind jetzt erstmal froh, dass es keinen Toten gegeben hat, dass die Fahrer und Beifahrer durch den Rettungsdienst geborgen werden konnten. Auf der S100 ist zu diesem Zeitpunkt keiner unterwegs. Wenig später aber setzt der Berufsverkehr ein und der wird auch auf der A4 stark behindert. Denn es dauert Stunden, bis die Einsatzkräfte die Fracht des Lkw entladen können. Das sind Plastik-Schaumstoffteile für Pkw-Innenausstattung. Wir gehen derzeit von einer Schadenshöhe von ca. 100.000 Euro aus. Unklar ist bisher, warum der 39-Jährige die Kontrolle über den Sattelzug verloren hat. Der Verkehrsunfalldienst der Polizei ermittelt. Tja, mit einem ganz anderen Problem hatte es die Feuerwehr in Hohndorf in der Sächsischen Schweiz zu tun. Aber auch das war alles andere als ein alltäglicher Einsatz. Denn es ging um etwas, das man weder sieht, noch riecht, noch schmeckt. Gestern Abend hatten Wanderer in der Nähe einer alten Fabrik mehrere Container mit so einem Zeichen drauf gefunden. Behälter mit offenbar radioaktivem Inhalt. Noch am Abend sicherte ein Dekontaminierungszug den Bereich um die Behälter. Wanderer waren darauf im Nebengelass einer verlassenen Fabrik gestoßen. Drei kleine Fässer, allerdings verschlossen und mit dem Zeichen radioaktiv darauf. Besorgt informierten die Wanderer die Behörden, die eine Strahlenmessung durchführen ließen. Anhand dieser Messung der Strahlen wurde festgelegt, dass also von den Behältern keine radioaktiven Strahlen und somit in die Gefährdung der Einwohner von Kölnmühle ausgehen könnte. Die Container seien leer gewesen, so das Landesumweltamt. Sie gehören der früheren Firma Licolit. Hier wurden Linoleumböden hergestellt. Die Materialdicke des Linoleums wurde mit radioaktiven Strahlen gemessen. Zum Transport der Messgeräte dienten vermutlich die Container. Seit 2 Jahren ist Licolit insolvent. Dass die alten Transportbehälter mit dem Zeichen für Radioaktivität jetzt gefunden wurden, das sorgt für Aufregung in Hohenstein. Ja, wir waren erstmal schockiert, weil es ja nicht der erste Feuerwehreinsatz hier in Kölnmühle war. Wir hatten Ende Mai diesen Jahres einen Einsatz, wo flüssiges Material aus der Fabrik in die Sebnitz geflossen ist und einen Zweitageseinsatz nach sich gezogen hatte. Damals hatte es sich um Weichmacher gehandelt, der vermutlich noch in der Fabrik gelagert war. Bis heute streiten sich die Stadt und die insolvente Firma wegen der Entsorgungskosten. Ob es auch wegen der Behälter mit dem Zeichen für Radioaktivität eine juristische Auseinandersetzung geben wird, steht noch nicht fest. Rund 1 Million Flüchtlinge werden in diesem Jahr in Deutschland erwartet. Und während die Behörden derzeit händeringend nach Unterbringungsmöglichkeiten suchen, versuchen manche Geschäftsleute, sich mit dieser Flüchtlingskrise eine goldene Nase zu verdienen. Im Landkreis Görlitz zum Beispiel bieten private Vermieter ihre Wohnungen zu horrenden Preisen an, in der Hoffnung offenbar, aus dem Elend der Flüchtlinge und aus dem Druck, der auf den Behörden lastet, ein dickes Geschäft zu machen. Unsaniert, unvermietbar und baufällig. Durch die Flüchtlingskrise wittern einzelne Hausbesitzer im Landkreis Görlitz offensichtlich das Geschäft ihres Lebens. Sie bieten der Kreisverwaltung auch desolate Gebäude zu Wucherpreisen an. Denn der Kreis muss immer mehr Unterkünfte für Flüchtlinge anmieten. Man bietet uns Flächen an, die nicht bewohnbar sind und die wir herrichten müssen. Und die Miete trotzdem verlangt wird. Also da müssen Sie dann genau hinschauen, was Sie da machen. Der Landkreis schaut genau hin. Darüber informiert der Landrat bei einem Pressegespräch. Schließlich gehe es um Steuergelder zur Anmietung der Wohnungen. Asylbewerber selbst dürfen erst nach 15 Monaten frei von allen Beschränkungen eigenes Geld verdienen und könnten erst dann ihre Miete selbst bezahlen. Bis dahin versucht der Landkreis Görlitz meist durch die dezentrale Anmietung solcher Wohnungen den Flüchtlingen eine Bleibe zu bieten. Bislang ein erfolgreiches Modell zur Integration. Doch auch hier gäbe es einzelne Vermieter, die auf Kosten des Staates satte Gewinne machen wollen. Ja, es gibt schon Angebote, die den vierfachen Preis, der ortsüblich ist, an Miete da ist. Doch die öffentliche Hand zahle nur marktübliche Mieten, so der Landrat. Am besten klappe das bei den großen Wohnungsanbietern. Die hätten faire Konditionen im Gegensatz zu einzelnen schwarzen Schafen in der Branche. Ich halte es für menschlich, was da passiert an Angeboten. Aber ich halte es in der Not
von den anderen das Geld rauszuziehen, auch ein bisschen schwierig. Der Landkreis Görlitz jedenfalls wolle sein erfolgreiches Unterkunftskonzept fortführen. Viele dezentrale Wohnungen, wenig Heime und keine Turnhallen für Flüchtlinge. Tja, andernorts in Sachsen läuft die Unterbringung von Flüchtlingen dagegen nicht ganz so geräuscharm ab. Heidenau, Freital, Meißen, jetzt am Wochenende noch Bischofswerda. Das alles sind Orte, an denen es zuletzt zu lautstarken, fremdenfeindlichen, mitunter auch gewaltsamen Protesten gegen Asylsuchende gekommen ist. Und dennoch soll es laut Innenminister Ulbich rund um die Flüchtlingsunterkünfte im Freistaat keine generellen Schutzzonen der Polizei geben. Bischofswerda am Freitagabend. Die Stimmung ist aggressiv. Ohne Bullen habt ihr keine Chance, skandiert die Menge. Nur der Polizeipräsenz ist es womöglich zu verdanken, dass es nicht zu Übergriffen kommt. In Heidenau konnten die Beamten die Gewalt nicht unterbinden, wurden selbst von rechten Schlägern attackiert. Vorhersehbar sei so etwas kaum, räumt der Verfassungsschutz ein, denn Gewalt gegen Polizisten habe bisher nicht zum Weiße-Westen-Image der NPD gehört, die häufig vorne mitmarschiert. Für gewöhnlich sind lokale Kommunalpolitiker der NPD die, die die Demonstrationen anmelden, so der Verfassungsschutz. Die NPD-Funktionäre sind die Speerspitze des asylfeindlichen Protestes. Eine Entwicklung, die man auch im Innenministerium zur Kenntnis nimmt. Der Staat, heißt es, werde sich konsequent zu wehren wissen. Wenn sich, ich sag mal, Muster erkennen und wenn sich das im Bereich der Strafbarkeit ausdrücken sollte, dann können ja die Strafverfolgungsbehörden entsprechend tätig werden. Und insofern muss das genau beobachtet und kontrolliert werden. Und genau an dieser Stelle würden die Mechanismen der Verfassungsschützer versagen, kritisiert die Linke. Man hat keinen Überblick über Vernetzung, wie plötzlich Hooligan-Szene, Teile der Hooligan-Szene und Nazis zusammengehen. Das geht bis in den Rockerbereich hinein. Man schaut nach der NPD, man schaut nach einzelnen Kameradschaften. Aber Vernetzungen und Einstellungsmuster und das, was zum Beispiel alles in Facebook sich vernetzt, hat das Sächsische Landesamt nicht auf dem Schirm. Und was im Internet alles kursiert, zeigt auch dieser Post des sogenannten Freitaler Widerstandes. Dort wird der gestrige Anschlag auf das Büro des linken Stadtrates Michael Richter gefeiert und erneut offen mit Gewalt gedroht. Nachdem Pegida am vergangenen Montag angekündigt hatte, eine eigene Partei gründen zu wollen, versammeln sich zur Stunde erneut Anhänger der islamkritischen Bewegung, diesmal auf dem Dresdner Theaterplatz. Letzte Woche kamen nach inoffiziellen Schätzungen rund 5000 Menschen zum sogenannten Abendspaziergang und forderten unter anderem ein Asylnotstandsgesetz und den sofortigen Aufnahmestopp von Flüchtlingen. Ja, und auch in Leipzig geht der Pegida-Ableger Legida heute wieder auf die Straße, wie schon am vergangenen Montag. Und da war es zu einigen unschönen Szenen gekommen. Da hatten laut Polizei vermummte Legida-Teilnehmer Flaschen und Feuerwerkskörper auf Beamte geworfen, hatten versucht, Absperrungen zu durchbrechen. Zwei Polizisten sind dabei verletzt worden. Heute also wieder eine Demonstration von Legida. Susanne Blum ist für uns vor Ort. Susanne, wie erleben Sie denn bislang die Situation? Also Tino, Szenen wie die sich in der vergangenen Woche abgespielt haben sollen, die haben wir noch nicht beobachtet. Was aber nicht heißt, dass die Situation hier entspannt ist. Die Situation ist aufgeheizt und wenn man jetzt vielleicht im Hintergrund denkt, da sieht es aber ganz ruhig aus. Wir haben uns mit der Übertragungstechnik einfach aus Sicherheitsgründen ein paar Meter zurückgezogen, waren aber vor ein paar Minuten noch mal am Ort des Geschehens, etwa 100 Meter von hier entfernt. Diese Bilder haben wir für Sie eingefangen und da sieht man, da stehen sich Gegendemonstranten, auch mit den Legida-Teilnehmern gar nicht so weit entfernt gegenüber. Bisher hat es aber größere Vorfälle noch nicht gegeben. Aber man muss auch sagen, die Veranstaltung von Legida, die hat erst vor ein paar Minuten begonnen. Und wenn eine Kundgebung abgehalten wurde, dann soll es auch wieder einen Aufzug geben. Allerdings wird der auf einer verkürzten Route stattfinden. Das hat die Stadt am Nachmittag bekannt gegeben. Es ist nicht die von Legida beantragte Route über den Innenstadtring. Und die Stadt begründet es damit, dass man einfach nicht genügend Polizeikräfte hierher ordern konnte oder bekommen hat. Deswegen also nur die verkürzte Route. Was die Situation
aber nicht wirklich entspannt. Ein Sprecher der Stadt sagte auch noch mal, man werde heute ganz genau hinschauen und sobald es Vermummte gibt oder Leute, die gefährliche Gegenstände bei sich haben, dann werde man die Veranstaltungen auflösen. Und wir hörten gerade, dass auch schon aufgerufen wird zu Sitzblockaden. Insofern wird die Polizei hier heute wohl noch einiges zu tun haben. Und da schon am Samstag kommt der nächste Großkampftag für die Beamten. Dann nämlich haben mehrere rechte Gruppierungen vorher eine Großkundgebung in Leipzig abzuhalten. Und auch da formiert sich bereits breiter Gegenprotest. Susanne Blum war das live aus Leipzig. Dankeschön für die Informationen. Und auch unsere Kurznachrichten beginnen jetzt mit dem Thema Asyl. Behörden-TÜV. Sachsens Ausländerbeauftragter Gerd Mackenroth, CDU, will den Umgang sächsischer Ämter mit Ausländern überprüfen. Defizite sieht er hier vor allem im Bereich der Mehrsprachigkeit von Behördenmitarbeitern in Sachsen. Den sogenannten Heim-TÜV für Asylbewerberunterkünfte will der Ausländerbeauftragte nicht fortführen. Er war von Amtsvorgänger Martin Gillow, CDU, eingeführt worden, mit dem Ziel, die bauliche Qualität von Asylbewerberheimen zu verbessern. Große Spende. Bei der Aktion Genial Sozial haben Schüler in diesem Sommer 590.000 Euro für Entwicklungshilfeprojekte gesammelt. Die jungen Menschen hatten einen Tag lang in Behörden und Betrieben gearbeitet und ihren Lohn gespendet. Nach Angaben der Jugendstiftung haben sich über 29.000 Schüler an der Aktion beteiligt. Wieder Streik bei Amazon. Zum Auftakt einer bundesweiten Aktionswoche haben Mitarbeiter des Online-Versandhändlers in Leipzig die Arbeit niedergelegt. Die Gewerkschaft Verdi will einen Tarifvertrag wie für den Einzelhandel erzwingen. Zu den Forderungen gehören Lohnsteigerungen um 2,5%, mehr Weihnachtsgeld und die Einführung von Urlaubsgeld. Amazon erklärte, die überwiegende Mehrheit der bundesweit 10.000 Mitarbeiter habe regulär gearbeitet. Klinik mit Tradition. In Dresden feiert das Krankenhaus St. Josef Stift sein 120-jähriges Bestehen. Gegründet von katholischen Ordensschwestern, hat es sich bis heute vor allem in der Geburtshilfe, Geriatrie und Palliativmedizin einen Namen gemacht. Während der Festwoche werden Spenden für die Geburtenstation eines Krankenhauses in Maganzo im ostafrikanischen Tansania gesammelt. Auf der IAA, der Internationalen Automobilausstellung in Frankfurt am Main, zeigen die Autobauer dieser Tage wieder, was sie so alles können. Und sie zeigen, wie sie sich ihr Auto der Zukunft vorstellen. Ja, und das soll nicht nur gut aussehen und schnell sein, sondern es soll irgendwann auch ganz ohne Fahrer auskommen. Ja, hier sehen wir es. Es soll selbst einparken können, allein den Weg finden, Gefahren erkennen. Für uns Autofahrer heißt es dann Hände weg vom Steuer. Und genau das ist heute Abend auch Titel von Fakt ist. Andreas Ruck ist schon mal vorgefahren. Andreas, das ist aber vermutlich alles noch Zukunftsmusik, über die er da redet, oder? Na, bis vor ein paar Tagen, Tino, habe ich das auch gedacht, dass das Zukunftsmusik ist. Dann haben wir recherchiert und sind auf dieses Auto gestoßen. Das ist ein selbstfahrendes Auto, entwickelt von Chemnitzer Ingenieuren. Und was die wenigsten von uns ahnen oder wissen, dieses Auto oder diese Autos, die fahren nicht auf abgesperrten Teststrecken. Nein, diese Autos sind in Sachsen bereits auf ganz normalen öffentlichen Straßen unterwegs. Rechner hochfahren, System starten. Das ist kein gewöhnliches Auto. Es ist ein Prototyp, der schon heute auf Sachsen Straßen rollt. Doch diesen Wagen steuert kein Mensch, sondern der Computer. Ich gehe jetzt in den automatisierten Modus. Ich drücke jetzt einfach nur den Knopf und dann fahren wir jetzt. Er montiert sich jetzt zum einen an den Linien, als auch an den Fahrzeugen, die uns quasi begleiten. Der Wagen lenkt, beschleunigt und bremst ganz von alleine. Nur der Überholvorgang wird aus Sicherheitsgründen noch vom Fahrer aktiviert. Jetzt haben wir den Überholvorgang eben eingeleitet. Das Fahrzeug vor uns fährt ungefähr 110 km/h. Und jetzt macht das Fahrzeug Platz und jetzt werden wir gleich beschleunigen und die 130 erreichen. 500 Megabyte an Daten muss die Technik im Prototypen verarbeiten, pro Sekunde. Fehler dürfen in der Praxis keine passieren. Eine 500.000 Kilometer sind die Kfz-Ingenieure deshalb vorher virtuell gefahren. Dafür hat die Ingenieurgesellschaft Auto und Verkehr in Chemnitz eine deutschlandweit einmalige Versuchshalle aufgebaut. Hier können praktisch alle Verkehrssituationen simuliert werden. Vieles, woran hier geforscht wird, ist streng geheim.
Die Autos der Zukunft, sie fahren nicht nur selbstständig, sie fahren auch vernetzt. Und damit wären sie potenziell von Hackern angreifbar, wie unlängst in den USA. Wir setzen den Motor außer Kraft. Das Gaspedal funktioniert nicht mehr. Das haben wir abgestellt. Der Tacho sagt 40 Meilen pro Stunde, aber so schnell fahre ich nicht. Und so kann ein Jeep auch schon mal im Graben landen. Auch in Deutschland haben Hacker die Systeme schon ausgetrickst. Ein IT-Spezialist verschafft sich Kontrolle über Hupe, Licht und Schloss eines BMW, der ihm gar nicht gehört. Das selbstfahrende, völlig vernetzte Auto. Ein Traum oder doch eher ein Albtraum? Ja, und genau darüber werden wir heute Abend in der Sendung sprechen. Also über die Chancen, die in solchen selbstfahrenden Autos stecken, aber auch über die Risiken. Und es soll keine Sendung für Autofreaks werden, sondern vielleicht für Leute, die sich überlegen, wenn ich 80 oder 90 bin und ich will niemanden bitten oder bezahlen dafür, dass er mich irgendwo hinfährt, dann könnte ja so ein selbstfahrendes Auto auch eine Chance sein. Ja, Risiken oder Chancen, was überwiegt? Sie, liebe Zuschauer, können jetzt schon bei uns im Internet darüber abstimmen, was ist von selbstfahrenden Autos zu halten. Also jetzt schon online. Vielen Dank, Andreas. Und in knapp 3 Stunden geht es dann los im Fernsehen. Hände weg vom Steuer. Sind selbstfahrende Autos ein Traum oder ein Albtraum? Darum geht es heute bei Fakt ist ab 22.05 Uhr hier im MDR. Ja, auch wenn es der ein oder andere noch nicht so richtig wahrhaben will, der Herbst, der steht in den Startlöchern. Und während die einen noch den letzten Sommertagen nachtrauern, zücken die anderen schon ihr Körbchen und gehen in die Pilze. Und das, obwohl es zuletzt ja hieß, 2015 wird gar kein Pilzjahr. Ja, zu heiß, zu trocken der Sommer. Aber seit so ein paar Tagen tauchen speziell im Internet, auf sozialen Netzwerken, Fotos auf denen Sammler riesige Pilze wie Trophäen präsentieren. Und deshalb waren wir heute mal mit jemandem in den Pilzen, der sich auskennt, und zwar in Lauter bei Aue. Er kennt sich aus. Im Wald und auf der Heide, Frank Demmler. 69 Jahre alt, seit über 30 Jahren Pilzberater, lehnt sich weit aus dem Fenster und verspricht. Man kann sicher sein, dass man, wenn man jetzt in die Pilze geht, jeden Tag einen vollen Korb nach Hause bringt. Na also. Natürlich war es im Frühling wie im Sommer zu heiß und viel zu trocken. Natürlich gibt es da Verschiebungen, Besonderheiten. Natürlich müsse Mann oder Frau genau hinschauen. Frank Demmler schaut genauestens hin, wie schon erwähnt, nicht nur im Wald, auch auf der Heide, sucht gern am Wegesrand. Wir kennen an Wegesrändern, wenn Birken und Zitterbäume stehen, Rotkappen finden, Birkenpilze, auch ab und zu mal Steinpilz, wenn Nadelholz oder Buchen in der Nähe sind. Die Zeit der Steinpilze allerdings scheint tatsächlich vorbei. Das war schon merkwürdig in diesem Jahr. Vor ungefähr 10 Tagen, war innerhalb einer Woche, gab es massenhaft Steinpilze, explosionsartig. Von Sonntag bis Freitag und dann mit einem Schlag war wieder Schluss. Wahrscheinlich geschuldet dem trockenen Frühjahr. Doch Vorsicht, häufig wird hierzulande der leckere Perlpilz mit dem giftigen braunen Fliegenpilz verwechselt. Jedes Jahr passieren hier bei uns im Erzgebirge Pilzvergiftungen mit dem braunen Fliegenpilz, den nicht jeder kennt, weil er nicht so gehäuft auftritt wie der rote Fliegenpilz. Da gibt es aber Unterscheidungsmerkmale. Beim Perlpilz unter der Huthaut keine orangefarbene Zone. Die sieht man nur beim roten und beim braunen Fliegenpilz. Hier sieht man es ganz deutlich. Er hat es versprochen. Beinahe täglich bringt Frank dieser Tage seiner Eva Maria einen vollen Korb Pilze nach Hause. Putzen und zubereiten, so ist es Brauch, muss er sie allerdings selbst. Und bei uns ist es Brauch, dass wir uns montags immer ausführlich dem sportlichen Geschehen in Sachsen widmen. Da geht es heute unter anderem um die Fußballer von Dynamo Dresden. Und die sind in der dritten Liga im Moment wirklich eine Klasse für sich, oder, Marc? Du bist Fußballexperte, oder? Absolut. Schönen Abend. Ja, die Schwarz-Gelben, die schwimmen derzeit wirklich auf einer unglaublichen Erfolgswelle. Von den bisher 9 Saisonspielen haben sie 7 gewonnen und noch nicht eines verloren. Zuletzt gab es sogar 5 Siege in Folge. Der Lohn, Dynamo steht in der Tabelle ganz oben mit 5 Punkten Abstand zum 2. Preußen Münster. Und dieser Erfolg, der wird unter anderem auch an einer Personalie festgemacht, an Tormaschine Justin Eilers. Alle wollen ihn, alle fragen ihn, den Torgaranten beim Drittliga-Spitzenreiter. 10 Treffer in 9 Spielen. Nie war er so wertvoll wie heute. Wohl dem, der so einen Eilers hat, ne? Ja, der ist eigentlich mit Geld nicht zu bezahlen. Justin Eilers, im Juni 27 geworden, seit Sonnabend unbezahlbar. Und das in Liga 3. Riesen Anerkennung, wenn ein Trainer sowas über einen Spieler sagt.
ja, dann bin ich natürlich ja, sehr, sehr froh über so ein Kompliment. Wie bezahlt ihr denn den? Das ist mein Geheimnis. Ja, Anerkennung. Doch das war nicht immer so. Noch vor 6 Monaten hing der Haussegen bei Dynamo schief. 5 Pleiten in 6 Spielen. Auch Eilers musste mit zum Rapport. Wir vor dem Fan standen und uns rechtfertigen mussten und ja, den Unmut der Fans auch ganz klar angenommen haben und auch verstanden haben. Solange das alles sachlich bleibt, ist das auch alles im Rahmen. Und ja, sowas stärkt, sowas verbindet. Und ich denke, wir sind größtenteils zusammengeblieben, dass wir alle daraus gelernt haben. Im Sommer begann das große Zittern. Denn Eilers hat zwar Vertrag bis 2016, aber auch eine Ausstiegsklausel. Kann also für 1,6 Millionen Euro gehen. Insofern war sein Verbleib bis zum Transferschluss Ende August offen. Paderborn und Nürnberg sollen Interesse gehabt haben. Wir warten der Dichteste. Ja, darüber redet man nicht. Ich denke, das ist vergangen. Der pfeilschnelle Stürmer wollte ja auch nicht wirklich weg, verrät er uns im Gespräch, weil er gesehen hat, welche Qualität der neue Kader hat. Gleich im ersten Spiel sein erster Treffer. Seitdem hat Justin Eilers so oft eingenetzt wie kein zweiter in Liga 3. Das ist eben ein Spieler, der zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort steht und deshalb auch so viele Tore macht. Es scheint, als könnten sich diese Dresdner mit diesem Eilers nur selbst schlagen. Und der Aufstieg in dieser Saison wäre reine Formsache. Wir passen im Moment gut zusammen. Viele Dinge gehen ineinander wie Zahnräder und es funktioniert. Und deshalb sehen Bauchlandungen bei Dynamo aktuell nur so aus. So, vom Fußball jetzt zum Football und damit zu den Dresden Monarchs. Nicht nur Maskottchen Leo will ihn nun endlich nach Dresden holen, sondern natürlich auch das gesamte Team, den Meistertitel der German Football League. Und die Königlichen sind da auch auf einem sehr guten Kurs, haben jetzt schon mal die Playoffs geschafft. Gestern waren da im Viertelfinale die Stuttgart Scorpions zu Gast und es sollte ein Spektakel werden. Trevardi, Superstar aus Arizona, noch 3 Spiele will er machen. Das Viertelfinale hier gegen Stuttgart, Sonnabend das Halbfinale und im Oktober das Finale um den German Bowl. Dann will Diet aufhören und in seiner Heimat Feuerwehrmann werden. Wo immer das Team mich braucht, bin ich da. Offensive, Defensive, mir völlig egal, jetzt stärke ich erstmal unsere Verteidigung. Die goldenen Monarchs gegen Stuttgart. Erste Aktion im Match nach 5 Sekunden. Was für ein Ding. 80 Meter Pass von Quarterback Madlock auf Hilgenfeld. Dresden mit dem ersten Touchdown. 7:0. Weiter geht's. Dresden sofort im 6. Gang. Sie überrollen die Schwaben. Nächster Touchdown. Wieder sieht Madlock Hilgenfeld. 14:0. Wir haben Stuttgart aus vergangenen Jahren noch als unangenehmen Gegner, physischen Gegner in Erinnerung. Wir haben uns aber gut vorbereitet, haben die Verletzungen, die wir im Team haben, gut kompensieren können und haben einfach mal gleich schon im ersten Viertel heute, denke ich, den Grundstein gelegt, sind weggezogen und da war das Spiel eigentlich zumindest im Kopf entschieden. 27:0 führen die Monarchs nach dem ersten Viertel. Dresden zerlegt Stuttgart. Zu stoppen sind die Monarchs kaum. Es ist ein Football-Spektakel. Zur Pause steht's 41-7. Dresden stürmt ins Halbfinale. It's never easy, right? I mean, es ist nie einfach in den Playoffs. Come on, guys. Come on, come on. Es gibt dort keine Freifahrt, aber wir sind einfach stärker gewesen, taten, was zu tun war. Better day than no, man. We did what we had to do. Im Schlussviertel spielt Verteidiger Trevardi mit der 4, dann auch noch im Angriff. Und er holt seinen persönlichen Triumph mit diesem Touchdown. Am Ende gewinnen Trevardi und die Monarchs mit 55-14 und stehen im Halbfinale. Und das findet am Sonnabend in Schwäbisch Hall statt. Wir kommen zur DEL2 und da verlief das Wochenende bei den Eispiraten Krimmitscher äußerst turbulent. Der Grund? Eine aus Krimmitschauer Sicht sehr fragwürdige Schiedsrichterleistung beim Auswärtsspiel am Freitag gegen Rosenheim. Am Ende verloren die Sachsen 2-6. Gestern Abend nun gab es die Heimpartie gegen die Löwen aus Frankfurt.
Verdaut war da das Ärgernis vom Freitag noch nicht so richtig. Und so war das dann auch keine leichte Aufgabe für die Eispiraten und für den Schiedsrichter. Hauptschiedsrichter Ralf Bidul hatte kein leichtes Amt im Sahnpark übernommen. Zu sehr wirkten die Entscheidungen seines Kollegen in Rosenheim nach. Die Krimmitschauer Spieler wollten die Diskussionen um Benachteiligungen am liebsten ausblenden. Wir sind Profis, das müssen wir verarbeiten, müssen dann einen Schlussstrich ziehen. Das liegt nicht in unserer Hand, das sind Entscheidungen, die die Schiedsrichter fällen und damit müssen wir leben. Krimmitschau in Rot brachte wegen drei wichtiger Ausfälle nur eine Rumpftruppe aufs Eis, die vor allem im ersten Drittel richtig durchgeschüttelt wurde. Das Beste nach 20 Minuten, es stand nur 1:0 für die Löwen aus Frankfurt. Der zweite Abschnitt. Die Gäste weiter spielbestimmend. Sie werden aber auch zum Toreschießen eingeladen. Tramm mit dem Scheibenverlust. Den ersten Versuch kann Ryan Ney noch parieren, aber dann ist er machtlos. Das 2:0 für die Frankfurter. Und wie pfeift nun Referee Bidul? Phasenweise zu kleinlich. Wie hier. Dieses leichte Anklopfen von Körner wird als Stockschlag gewertet. Sekunden später das Haken von Püker kann man pfeifen, muss man aber nicht. Die Reaktionen auf den Rängen nachvollziehbar. Die Folge, 5:3 Überzahlspiel der Löwen und das 3:0 für Frankfurt. Das Spiel schien entschieden. Aber die Eispiraten kämpfen. Allen voran der Kapitän André Schietzold. Schöner Schuss, schöner Treffer, 1:3. Drittes Drittel. Bernhard Keil, ein Neuzugang, startet ein Solo und legt ein. Nur noch 2:3. Auch das ein Tor zum Zungeschnalzen. Aber bevor die Partie gibt, wieder Strafe gegen Krimmitschau. Und auch diese nutzen die Frankfurter. 2:4, die Entscheidung. Zwar verkürzen die Eispiraten noch, doch es blieb beim 3:4. Krimmitschau bleibt an diesem Wochenende ohne Punkte. Ja, ich denke, wir haben von der Mannschaft her ein gutes Team. Wir müssen versuchen, unser Spiel zu spielen, einfach zu spielen und dann haben wir auch Erfolg. Das gute Team soll nun noch einmal verstärkt werden. Dann sind Erfolge sicherlich nur noch eine Frage der Zeit. Und viele fragen sich, ob der Altweibersommer vielleicht doch noch mal einen Anlauf bei uns wagt. Und Susanne Langhans hat zumindest für die zweite Wochenhälfte schon mal ganz ordentliche Aussichten. Mehr dazu jetzt im Wetterbericht. Und danach geht's hier weiter mit MDR aktuell. Morgen begrüßt ihr dann hier an dieser Stelle Andreas Ruck. Und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Machen Sie es gut. Tschüss.